Ich fühle mich leider heute gar nicht gut. Ich glaube, ich sollte mich ins Bett legen und mich ein bisschen ausruhen. Und ich fühle mich auch so erschöpft. Schatz, ich habe gehört, dass es dir nicht so gut geht. Ich habe dir einen Tee gemacht. Da würde es dir bestimmt besser gehen. Vielen Dank, Mama. Bitteschön. Ich lasse dich dann auch in Ruhe. Okay. So wird es mir bestimmt bald besser gehen. Emilia, aufstehen, heute ist Schule. Schreibt ihr nicht heute eine Mathearbeit? Das habe ich ganz vergessen. Bist du nicht drauf vorbereitet? Natürlich, aber ich habe nur keine Lust. Kannst du mich vielleicht heute krank melden? Das tut mir leid, aber das kann ich nicht tun. Och Mann. Komm, du kannst dich jetzt anziehen. Ist gut. Zieh ich mich eben an. Lea hat so Glück, sie darf noch schlafen. Okay, mein Schatz, wenn du willst, darfst du unten etwas gucken, bis ich die Frühstück gemacht habe, ja? Ich ruf dich dann. Okay, lieb von dir. Ach, ich wünschte so, dass es zwei von mir gäbe. Dann könnte einer in die Schule gehen und die Mathearbeit schreiben und der andere könnte schön zu Hause herumliegen und nichts tun. Das wäre toll. Nur leider geht das nicht. Moment mal. Vielleicht ja schon. Ich habe schon mal so einen Film geguckt. Dort handelte es sich auch um einen Jungen, der einen Doppelgänger bekommen hat. Und zwar, da war so ein Keller und im Keller war ein Spiegel und daraus kam der zweite Doppelgänger. Wir haben ja auch einen Keller. Und ich habe noch nie in den Keller geguckt. Was sich wohl da verbirgt? Ich glaube, ich sollte mal nachsehen. Nur einen kleinen Blicken. Ab in den Keller. Hier ist es total unheimlich. Emilia, dein Essen ist fertig. Ah, wer war das? Oh, war ja nur Mama. Ja, Mama, ich komme gleich. Okay, Emilia, du schaffst das. Glaub nur an dich. Was verbirgt sich hier hinter diesem dunklen Vorhang? Ein Spiegel. Genau der wie im Film. Also jetzt darf ich mir das wünschen. Los geht's. Ich wünsche mir meinen eigenen Doppelgänger herbei. Wow. Bist du mein Doppelgänger? Ja, ich bin Emilia. Ja. Du siehst genau gleich aus, nur dein Verhalten ist nicht so wie ich. Das ist mir doch Wurst. Und so spreche ich auch nicht. Ist mir doch egal. Ja, wie dem auch sei. Ich finde es total cool, dass ich jetzt einen Doppelgänger habe. Ich auch. Emilia, fall mir bitte nicht ins Wort. Okay, hey. Gut, da du ja jetzt mein Doppelgänger bist, sehen wir auch gleich aus. Nur du musst an meinem Verhalten noch ein bisschen ändern. Ja, okay. Und ich hätte eine kleine Bitte an dich. Würdest du heute für mich zur Schule gehen? Ich kann aber nicht lernen. Oh, aber du bist doch ich und ich bin du. Anscheinend dann schon. Okay, na dann, du musst genauso nett sein wie ich immer. Zu meinen Freunden, zu meiner Mama, zu meinem Vater und zu meiner Schwester. Ja, okay. Na dann, sie sind oben. Und damit du weißt, wie mein Schulranzen aussieht, mein Schulranzen ist lila. Ja, ich weiß das. Ich gehe jetzt. Tschüss. Warte, ich gehe nach oben in mein Zimmer. Okay. Und ich hoffe, dass du die Mathearbeit dann gut schreibst. Ja, dann tschüss. Tschüss, Emilia. Also ich finde es mega cool, dass ich jetzt nicht mehr zur Schule muss. Aber mein Doppelgänger habe ich mir etwas anders vorgestellt. Aber jetzt gucken wir mal, wie es kommt. Bitteschön, Emilia, dein Lieblingsessen.
Ich mag aber keinen Käse. Emilia, so hast du dich noch nie benommen. Das ist doch dein Lieblingsessen. Du weißt doch, dass Käse nicht mein Lieblingsessen ist. Das muss neu sein. Es tut mir leid, wenn Käse jetzt nicht mehr dein Lieblingsessen ist. Ich habe aber leider nichts anderes. Dann esse ich eben gar nichts. Emilia, so gemein warst du noch nie zu deiner eigenen Mutter. Ist mir doch egal. Kannst dein doofes Käsebrot haben. Ich gehe. Tschüss. Emilia, du kommst. Nein. Was habe ich nur falsch gemacht? Nein, 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 wie hat sie meine Mama behandelt? Und ich kann jetzt Mama nicht trösten, weil sonst würde Mama das auffallen. Och Mann, mein doofes Ich. Das hätte ich wirklich nie von Emilia erwartet. Gebe ich das eben später Lea. Denn Lea mag Käse. Hallo Emilia, wie geht es dir? Nicht gut. Heute treffen wir uns. Nein, ich komm nicht. Was? Erstmal treffen wir uns und dann übernachten wir. Hab aber keine Lust. So bist du wirklich nie, Emilia. Das ist mir doch egal. Guten Morgen, meine lieben Schüler. Wie schon gesagt, schreiben wir heute die Klassenarbeit in Mathe. Ihr dürft dann gleich beginnen. So, haben jetzt alle abgegeben? Ja! Ja! Gut, na dann entlasse ich euch jetzt. Charlotte, wieso bist du denn so traurig? Emilia verhält sich heute total komisch. Was? Stimmt gar nicht! Emilia, so bist du doch sonst nie. So bin ich wohl. Ich möchte nach der Stunde bitte mit euch zwei reden. Also Emilia, was ist mit dir los? Wieso verhältst du dich so gegenüber Charlotte und mir? Ich mach gar nichts. Siehst du schon das allein? Das ist doch schlimm genug. Lassen Sie mich in Ruhe. Und ich wollte heute eigentlich mit Emilia übernachten. Das haben wir schon vor Wochen geplant. Und dann hat sie einfach gesagt, dass sie keine Lust hat und das nicht mit mir machen will. So kenne ich Emilia gar nicht. Emilia, wenn es so weiter mit dir geht, dann muss ich das deinen Eltern sagen. Wieso? Ich mach doch gar nichts. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Ich werde der Sache noch auf den Grund gehen. Das wird der anderen Emilia aber nicht gefallen. Was? Der anderen Emilia? Emilia hat sich einen Doppelgänger gewünscht. Und der bin ich. Und wo ist die richtige Emilia? Sie hockt zu Hause auf dem Bett und schwänzt Schule, während ich die ganze Arbeit machen muss. Mega cool, gell? Ich weiß. So, ich möchte jetzt, dass du nach Hause gehst, weil du nicht die echte bist. Und mit der echten würde ich gerne reden. Dass Emilia sowas macht, hätte ich niemals gedacht. Sie wünscht sich einen Doppelgänger, nur um die Schule zu schwänzen? Sie wollte die Mathearbeit nicht schreiben. Aha, aber Petzen ist auch sehr doof. Ist mir doch Wurst. Bitte hör auf, so komisch zu sein. Okay, darf ich jetzt endlich gehen? Ja, schnell. Ja, tschüss. Ich wusste, dass Emilia mich niemals versetzen würde. Ja, unsere echte Emilia ist nämlich viel besser als eine Doppelgängerin. Ja, und ich habe mal gelesen, dass Doppelgängerinnen immer das Gegenteil von dem echten Menschen sind. Ah, nämlich die Emilia ist sehr liebevoll. Und die Doppelgängerin von Emilia ist halt genau das Gegenteil, wie du schon gesagt hast. Ja, ich muss, glaube ich, mit Emilia reden. Okay, mach das. Bist du die echte Emilia oder nicht? Woher weißt du davon? Sag's mir einfach, bist du die echte Emilia oder nicht? Ja, ich bin die echte Emilia. Aber woher weißt du, dass ich einen Wunsch hatte, einen Doppelgänger zu haben? Deine Doppelgängerin hat es mir und der Lehrerin erzählt, weil deine Doppelgängerin richtig gemein zu mir war. Wieso hast du das getan? Ich wollte einfach nicht die Mathearbeit schreiben. Ich weiß, das hat mir auch deine Doppelgängerin gesagt.
Für den ersten Moment dachte ich wirklich, dass es du in echt wärst. Aber dann habe ich begriffen, dass du niemals so sein könntest. Ich wünschte, ich könnte mir irgendwie den Doppelgänger wieder zurückwünschen. Geht das denn? Von wo hast du denn überhaupt einen Doppelgänger? Ich habe sie vom Keller. In unserem Keller gab es einen echten Spiegel. Und zwar ein magischer Spiegel. Ein Wunschspiegel. Wow, das klingt wirklich cool. Ist es aber nicht. Ich habe begriffen, dass ein Doppelgänger zu haben echt doof ist. Okay, ich glaube, wir sollten deinen Doppelgänger zum Keller zurückbringen und wieder in den Spiegel reinmachen. Ob das so gut gehen würde? Ja, zuerst muss er überhaupt hier sein. Wo ist er denn? Ich habe keine Ahnung, er ist nicht wieder nach der Schule zurückgekommen. Lecker, lecker, lecker! Donut, Donut. Gemüse, bäh! Weg da! So! Lecker, lecker! Marmelade! Was gibt's hier denn noch? Lass mal sehen! Spielzeug! Jetzt bin ich gespannt, was da drin ist. Ja, schön, aber langweilig. Bäh, das ist ja eklig. Gibt es hier denn nichts anderes? Manometer, hol ich mir eben. Wow, ein echter Kristall. Das ist mega cool. Tschüss. Hey, stopp, du musst noch bezahlen. Nope. So eine Unverschämtheit. Ich muss die Polizei rufen. Ja, hier ist es gut. Hier kann ich super essen. Lecker, lecker, lecker. Was gibt's hier oben? Hier ist es ja am besten. Kannst du das Mädchen sehen? Nein, nirgendwo. Ich auch nicht. Lass uns gucken. Au, ich muss schnell weg hier. Oh, schau mal. Hier sind Donutkrümel. Hier war sie. Ja, ich sehe es jetzt auch. Und hier ist eine Spur ausgelegt. Sie ist diese Richtung. Los. Schau mal, da ist meine Nichte. Charlotte. Oh, Emilia, bleib hier drin. Hallo, Onkel. Was machst du denn hier? Um ehrlich zu sein, suchen wir deine beste Freundin. Sie hat geklaut. Meine beste Freundin? Ist nicht so schlimm. Ich muss gehen, tschüss. Charlotte. Was können wir jetzt tun? Wir können doch jetzt dich nicht rausschicken. Ich meine, du klaust doch nicht. Diese ganze Sache ist echt schlimm. Ja, was soll ich sagen? Am besten sag die Wahrheit. Das kann ich nicht. Ich weiß was. Ich gehe mit ihnen, deinen Doppelgänger suchen, ja? Wenn du meinst. Schreib mir dann, wenn du sie gefunden hast. Mach ich. Ich helfe euch mitzusuchen. Oh, das freut mich aber. Au! Hinterher! Ja, schnell! Oh nein, sie sind endgültig entwischt. Ja, ich kann sie nicht mehr sehen. Was können wir jetzt tun? Wer weiß, ob die Polizisten die Doppelgängerin noch finden? Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und abonniert gerne unseren Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis zum nächsten Video!